Schokolade gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Genauso wie die Adventskalender. Doch leider wurden dieses Jahr unerfreuliche Entdeckungen gemacht. Stiftung Warentest hat mineralölhaltige Substanzen in den beliebten Naschereien entdeckt. Schuld am Dilemma ist aber nicht die Schokolade, sondern die Verpackung, die aus recyceltem Altpapier besteht. Betroffen sind auch viele Markenprodukte wie zum Beispiel Milka, Smarties und Lind. Doch verzichten die Brandenburger deswegen auf die schöne Tradition? Schlimm ist das. Trauen Sie sich jetzt noch einen Kalender zu kaufen für Ihre Enkelkinder oder Kinder? Enkelkinder? Naja, eins. Ja, selbstverständlich traue ich mir das noch, aber wir wollen ja hoffen, dass sie sauber sind. Reingucken kann man nicht, also. Sind ja meistens auch die teuren Marken jetzt betroffen, wie raus? So teuer muss das nicht sein, ja. Nee, aber sowas darf einfach nicht passieren. Naja, die Kalender gibt es aber schon jahrelang. Also, die haben ja schon viele Menschen gegessen und jahrelang gegessen. Und wir sind auch groß geworden damit. Also, denke ich mir mal, würde da nicht so ein Problem sein mit die. Also, meinst du, wollen sie wieder nur irgendwas finden? Ich denke mir mal, dass die nur irgendwas wieder haben, gefunden haben. Und damit sie ja, das Weihnachtsgeschäft vielleicht schlecht machen oder sowas. Also, ich sehe da kein Problem da drin. Also, ich würde trotzdem kaufen. Also man denkt immer, man tut den Kindern was Gutes, wenn man einen schönen Kalender kauft mit Schokolade. Aber dass man davon eventuell krank wird, ist doch furchtbar. Also Augen auf beim Kauf. Aber deshalb sollte man sich die Adventszeit nicht vermiesen lassen. Es soll auch noch Kalender geben, die mit einem Stück pro Tag ungefährlich sind. In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Adventszeit.